Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma 11 Go Licht Let's Plays. Ich bin Ritalin, ihr schaut über Games for You. So, und wir haben ja in der letzten Folge die Royal Academy geschlagen und finden jetzt raus, was davor los ist, beziehungsweise was Jude Shaw damit zu tun hat. Ja, das wissen wir ja schon. Die Mucke hier allein schon ist ja krank. Okay, so, können wir hier auffrischen? Jupp, machen wir. Ich würde auch sagen, wir kämpfen hier die Kämpfe, die wir haben. Damit wir ein bisschen leveln. Ihr seid dem Irrglauben verfallen, eine Chance gegen uns zu besitzen? Nun denn, wenn ihr darauf besteht, dann mal los. Schnapp dir den Ball. So, Start. Nach dem Kampf muss ich aber noch nach was anderem gucken. Und zwar werde ich oft gefragt, ob man online spielen kann. Und ich habe es echt noch nicht ausprobiert. Cyber-Schüttler. Uiuiuiui. Gefährlich, hört sich's an. Nochmal kretschen. Dann macht er es wieder, die Sau. Kretschen. Fehlschlag. Jawohl, Sam. Gut gemacht. Gewonnen. Da muss der Torhüter erstmal kommen, damit sich was bewegt. Die Gesamtheit meines Wissens hat nicht vermocht, dieses Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Wie kann das sein? Tja, denk mal drüber nach, Junge. Also man kann zumindest nicht aus dem Spiel heraus online spielen. Leute, wir speichern gerade hier nochmal und gehen mal ganz kurz zum Titelbildschirm, einfach nur um es ganz kurz zu testen. Wir haben schon gespeichert. Ganz kurz, Moment mal. Ratlos, was gibt's denn hier? Inazuma 11, go! Spiele gegen Freunde oder mit Freunden gegen ein CPU-Team. Lade veröffentlichte Daten herunter. Gucken wir doch gerade mal. Was gibt's hier? Download erfolgt, okay. Einfach nur mal, um es zu testen, weil es oft gefragt worden ist mittlerweile. Auf Schnatter? Ja, dann speichern wir doch gerade mal. Transfer, tausche Spieler, aber ohne Ausrüstung. Gut. Also es geht auf jeden Fall. Man kann online spielen gegen andere, mit anderen und so weiter und so fort. Jetzt können wir doch gerade mal auf Schnatter gucken. Download-Nachricht. Sandmann gerade am Turm eingetroffen. Download-Nachricht. Du kannst nun den Download-Spieler der Woche herunterladen. Der Schulladen hat eine Lieferung erhalten. Feuertornado. Der Schulladen hat eine Lieferung erhalten. Schallmauerschock. Du kannst Fletch Blitzen jetzt rekrutieren, aber erst musst du das richtige Passwort eingeben. Du kannst nun den Download-Spieler der Woche herunterladen. Die arme Sky wird missbraucht. So. Denk, das sollte ich vielleicht mal öfters machen. Diese Downloads. Wieder ein Schnapp-dir-den-Ball-Szenario. Gretchen, der hat bestimmt eine Technik. Nee, hat er nicht. Super. Das hat ja wunderbar geklappt. Sogar ein Level-Up gab's jetzt. Für Gabby. Und einer, der zu uns will. Ich würde sagen, in dem Teil machen wir es einfach so. Jeder, der will, der darf auch. So, da gibt es aber noch einen Spieler, sehe ich gerade. Da will ich das. Schießt ein Tor. Sollten wir hinbekommen. Durchsetzen probieren wir mal. Hat doch wunderbar funktioniert.
Dann schießen wir mal mit der Schallmauer Schock. In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Kettenschuss hinbekommen. Jawohl, es klappt. Sehr schön. Machen wir die Kopa-Kanone. Kette. Der macht nämlich auch seinen Flammengriff. Vielleicht ganz gut, dass wir da einen Kettenschuss machen. Tor. Weil ich traue nämlich Ariel noch nicht so, dass er wirklich dann auch Tore macht. Maxi-Sandwich. Immerhin gibt's was zu essen. Dies ist unmöglich. Meine Mann am Boden zerstört. Undenkbar. Ich vermute, dass es in dem geheimen Raum wahrscheinlich sein wird, wo wir jetzt hin müssen. Tatsache. Gegen den spielen wir hier nochmal. Das sieht ein bisschen aus wie Kakashi. Der Dream. Och, das ging ja einfach. Einfach mal richtig gelaufen und schon die Sache gegessen. Wunderbar. Eiferarmband, uiuiui. Okay, passt. Jetzt gehen wir da hin. Ah, da ist er ja, der Schab. Hör gut zu, Mark. Du sollst die Wahrheit erfahren. Es gibt eine Widerstandsbewegung. Ich wusste es. Er kann ja gar nicht anders sein. Wie bitte? Ja, wir sind eine Rebellengruppe, die daran arbeitet, Fifth Sector zu Fall zu bringen. Genau wie Raimon. Royal Academy wird also gar nicht von Fifth Sector kontrolliert? Mitnichten. Wir spielen Fifth Sector lediglich etwas vor, um ihr Vertrauen zu gewinnen. In dem Spiel heute ging es uns darum, die Imperialagenten zu entlarven, die Fifth Sector in die Royal Academy eingeschleust hatte. Ah ja, und deine Stimme ist ja auch mal hardcore. Alles dient nur einem einzigen Zweck. Die Mannschaft der Royal Academy zu einer schlagkräftigen Rebellengruppe zu machen. Fifth Sectors Spielplanänderung war eine ziemliche Überraschung für uns. Aber gleichzeitig auch ein unverhoffter Glücksfall. Wir wussten, dass Raimon sich gegen Fifth Sector zur Wehr setzen würde. Und das konnten wir uns zunutze machen. Vor allen Dingen erklären die solche geheimen Sachen mitten auf dem Flur. Außerdem stand fest, dass alle, die nicht für Fifth Sector arbeiten, selbstverständlich richtigen Fußball spielen wollten. Nicht aber die Imperialagenten. Diese haben nur eine Anweisung, Raimon zu vernichten. Was sich dann auch in ihrem Spiel zeigt. Mein Auftrag ist es, die imperialen Elemente in der Mannschaft zu identifizieren und zu entfernen. Und? Hast du sie gefunden, deine Imperialen? Oh ja, es war erstaunlich einfach. Sie werden die Royal Academy in naher Zukunft verlassen. Ja, aber warum versuchen die nicht zum Beispiel wie Mark, die zu integrieren? Weil das sind ja auch letztendlich Kinder, das sind Jugendliche, die auch gerne Fußball spielen in der Regel. So ist das also. Das hätte ich ja alles nie gedacht. Ja, ich auch nicht. Wir sind euch allen wirklich dankbar, dass ihr nie aufgeht, auch wenn es schwierig wird. So sollte Fußball sein. Wir möchten euch jemanden vorstellen. Er steht sozusagen direkt im Mittelpunkt der Widerstandsbewegung. Oha, da bin ich mal gespannt. Mit seiner Hilfe werden wir den Fußball revolutionieren. Sie! Wer ist sie? Das Vorrundenfinale steht bevor. Gegen eine Mannschaft, die nur aus Imperialen besteht. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Auf unseren Kampfgeist kann sich die Revolution verlassen. Erlebt es selbst im nächsten Kapitel. Stürmische See. Die Revolution. Uiuiuiui. Klar, speichern wir. Wir möchten euch jemanden vorstellen. Er steht sozusagen direkt im Mittelpunkt der Widerstandsbewegung. Mit seiner Hilfe werden wir den Fußball revolutionieren. Trainer Travis! Ihr habt da draußen wirklich alles gegeben, so wie es sich für Raymond-Spieler gehört. Grazie, Trainer Travis! Sie sind also der Anführer des Widerstands. War ja klar irgendwo. Das stimmt so nicht ganz. Hallo, Mark, lange nicht gesehen.
Trainer Hillman? Wie sieht der denn aus? Wie geil ist das denn bitte? Trainer Hillman? Ja, muss schon ewig her sein. Herr Raymond und Herr Firewill sind auch da. Gehören sie alle zur Widerstandsbewegung? Wir konnten uns leider nicht früher zu erkennen geben, weil wir erst alle imperialen Agenten im Royal Academy Team identifizieren mussten. Wenn jemand unsere Aktivitäten bemerkt hätte, wäre die von uns geplante Revolution im Keim erstickt worden. Eine Revolution, hm? Alex Sabel, der Boss von Fifth Sektor, nennt sich Imperator. Es wird Zeit, dass wir diesen Imperator entthronen. Erst dann kann Fußball wieder zu dem freien Sport werden, der er einst war. Mark, weißt du, dass das Saints Way Turnier auch die Wahl des nächsten Imperators mitentscheidet? Soweit ich weiß, zählt jeder Turniersieg einer Mannschaft als Stimme für den Kandidaten, den das Team unterstützt. Ja, aber wir unterstützen doch gar niemanden. Stimmt genau, mit der Folge unseres Teams könnten wir folglich Zabel zur Fall bringen und Herrn Hillman als neuen Imperator einsetzen. Ja, aber wollen wir das? Macht korrumpiert. Raymond muss also weiterhin siegen, um Hillman die nötigen Stimmen einzubringen. Bei einer Niederlage könnte die Revolution scheitern. Die Pirates Cove Marine Academy kommt wohl weiter und wäre dann Raymonds nächster Gegner. Wir sollten sie im Auge behalten. Bisher wissen wir nicht viel über sie, aber dass es Entwässler in der Mannschaft gibt, hat man in den letzten Partien sehen können. Der Erfolg dieser Revolution liegt in euren Händen. Viel Glück! Verstanden. Holla holla. Revolution? Wahlen? Wenn die Erwachsenen so reden, verstehe ich nur Bahnhof. Nur eins habe ich verstanden. Wir alle scheinen den Fußball zu lieben. Alter, ich glaube auch, der hat eher einen Fußball im Kopf als was anderes. Shorosho, ihr habt echt verdient gewonnen. Ich habe mir das Spiel im Fernsehen angeguckt. Hm? Du hast wirklich super gespielt. Und als nächstes steht das Vorrundenfinale an. Stimmt's? Viel Glück dabei. Ach, da brauchst du dir keine Hoffnungen zu machen. Oh, und dieser Arian, das ist auch ein echt guter Spieler. Wenn du nicht aufpasst, spielt er bestimmt bald auf deiner Position. Hm. Hallo Victor, na, hast du gerade deinen Bruder besucht? Ja. Übrigens nochmal, vielen Dank für gestern. Wenn du nicht doch noch gekommen wärst, hätten wir Royal Academy nie geschlagen. Spiele weiter bei uns mit und wir können sogar die ganze Vorrunde gewinnen. Und wenn wir es erstmal in die Hauptrunde geschafft haben... Der ist wohl am Nachdenken, so oft wie der Hm sagt. Vielleicht mache ich ja jetzt auch beim Training mit. Oh, echt jetzt? Das wäre ja cool. Ja, wäre schon nicht schlecht. Die erste Mannschaft hängt sich echt voll rein. Jetzt stehen sie schon im Vorrundenfinale. Ja, die sind richtig gut. Dabei hatte ich sie nach dem Desaster gegen die Schwarzen Templer eigentlich schon abgeschrieben. Also langsam hier... Holen wir auch die Leute rund um die Schule wieder ins Boot? Ui, an der Royal Academy haben sich Widerstandskämpfer versteckt. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich bin sicher, dass sie den Fußball lieben. Und nur das zählt. Okay, Schnatter. Gut gemacht, Leute. Freust du dich, richtig zum Team zu gehören, Victor? Ja. Ich find's toll, dass du in unserer Mannschaft bist, Victor. Seht mal, wir sind in der Zeitung. Sensationeller Stürmer bringt Raymond den Sieg. Ui, Victor, da ist ein riesiges Foto von dir dabei. Hashtag total berühmt, Hashtag ich liebe Fußball. Und ein winziges Foto von mir. Hashtag ich brauche eine Lupe. Total gut. Auf zum Trainingsplatz, das machen wir. So, müssen wir hier nochmal... Wir sind schon topfit. Na, das hört man aber gerne hier. Besser als wenn einem gesagt wird, hey, du bist fett.
Wärst du auch mal? Oh, warte mal, Moment, hier sind neue Typen dazugekommen, oder was? Heda, ihr jungen Flitzer, ich bin Manager des Club Premium. Wir lassen uns nicht mit jedem sehen. Also Obacht, klar? Auflisten. Wahrscheinlich sind es die Download-Fuzzis. Nein! Nein! Was? Wir können Mark und Axel bekommen? Extra Fußballtour? The shit. Okay, Leute. Ich weiß, wen ich bekommen muss. Hohohoho. Wie geil ist das denn? Ach nee, 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 mit dem will ich nicht. Danke, mit dem da will ich. Wir von der Kicker... Was, wir von den Kicker-Burschen haben uns das Ziel gesetzt, Spielernetzwerke zu fördern. Aber irgendwie haben wir nur Jungs. Okay. Ja. Weiß ich jetzt nicht, brauche ich nicht unbedingt. Das ist ein neuer Laden, was? Hallo, schön euch zu sehen. Wir haben ganz tolle neue Ware im Angebot. Schaut doch mal, ob ihr was Bestimmtes möchtet. Das hört sich grundsätzlich ganz gut an. Kaufen wir aber noch nicht. Ich würde gern auf diese Fußballtour mal gehen. Von dem Herrn Veteran. Denk, das sollten wir vielleicht auch machen. Wir sind jetzt zumindest schon mal hier gut in der Nähe. Nee, dann machen wir es mal so. Wir speichern an der Stelle. Und dann in der nächsten Folge sehen wir dann, die heute Abend kommt. Ich mache im Moment nur 2 Folgen, weil ich mit dem Rendern einfach nicht hinterherkomme und die Stimme noch nicht so besonders ist. Deswegen tut es mir leid in dem Moment, aber 2 Folgen werden es bestimmt. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.